woher sollen wir denn wissen, was unsere Lebensaufgabe ist? Fragten die Zwerge. Die Eule antwortete: Ich weiß, wie ihr es machen könnt. Ihr seht, die Sonne geht gleich unter. Geht nach Hause, legt euch in eure Betten und schließt die Augen. Ihr müsst wissen, dass jeder von euch einen Traummacher in sich hat, der ihm Träume schicken kann. Bevor ihr also einschlaft, bittet euren kleinen Traummacher, euch einen Traum zu schicken, der euch ganz klar eure Lebensaufgabe zeigt. Diesen Traummacher haben nicht nur Zwerge, sondern auch die Menschen in sich. Auch du hast einen kleinen Traummacher in dir. Wenn du dir einen Traum wünschst und dich auch an deinen Traum erinnern möchtest, dann sprich abends in Gedanken, bevor du einschläfst, mit deinem Traummacher. So habe ich auch gesehen, dass du und deine Frau Lani großen Kummer habt, weil eure kleine Susi sich am Bein gebrochen hat. Ich habe beobachtet, wie du dich auf den Weg gemacht hast, ein Heilmittel zu finden. Wenn du magst, werde ich dir helfen. Mikado schaute die Fee traurig an und sprach: Danke, liebe Fee, das ist sehr lieb von dir, aber wie kannst du mich unterstützen? Sie antwortete mit leiser Stimme: Wir Elfen wissen, wo die Blumen des Lebens stehen. Es war kein Zufall, dass aus deinen Tränen Blumen gewachsen sind. Sie zeigen dir das Wunder der Natur. So wie aus deinen Tränen Blumen gewachsen sind, gibt es für jeden Menschen und für jedes Tier eine Blume. Es ist die Blume des Lebens. Sie ist ein besonders wirksames Heilmittel. Aber wo finde ich diese Blume für meine kleine Susi? Plötzlich sah etwas Weißes vor sich. Es sah aus wie ein Regenbogen, nur dass er nicht bunt, sondern weiß war. Was Matira zunächst nicht wusste, es war die Milchstraße. Noch als er näher kam, rief er begeistert: Hurra! Ich habe die Milchstraße gefunden! Er nahm seinen Becher aus dem Gepäck und füllte ihn mit frischer Milch. Als er einen Schluck getrunken hatte, durchströmte ihn eine Welle von Energie und Kraft. Froh gelaunt und voller Unternehmungslust setzte er seinen Weg zum Mond fort. An diesem wunderschönen sonnigen Tag spürte Maitreya dieses sonderbare Gefühl von Gefahr wieder. Er hob die Nase in die Luft und schnupperte. Irgendetwas stimmte nicht. Es roch so ungewohnt. Er fragte seine Mama: Mama, was ist das für ein sonderbarer Geruch? Riechst du das auch? Maya nahm einen tiefen Atemzug durch die Nase und erschrak. Schließe deine Augen. In deinen Gedanken siehst du jetzt einen wundervollen Strand mit weißem Sand und blauem Meer. Stell dir vor,
du wärest ein kleiner Löwe und spielst mit den anderen kleinen Löwen am Strand.